Ich zeige jetzt am Prepaid Center Card den Vorgang zum Laden der GiroGo Geldkarte. In dem Fall soll diese Karte hier, das ist eine kontogebundene Geldkarte, aufgeladen werden. Hierzu stecke ich die Karte in den Kartenleser. Ich habe hier die Möglichkeit, am Menü Informationen einzublenden, wenn ich möchte, zum Beispiel Geschäftsbedingungen oder sonstige Sachen. Ich kann auch andere Funktionen aufrufen, zum Beispiel ich kann mir die Bezahlvorgänge dieser Karte anschauen. Oder ich kann zum Laden gehen. Ich will jetzt als Ladebetrag zum Beispiel 20 Euro, wobei hier in dem Fall die Karte schon ausgelesen wurde und es werden nur Ladebeträge angezeigt, die auch tatsächlich auf die Kartenkapazität passen. Jetzt beginnt die EC-Transaktion, sie dient der Beschaffung des Ladebetrages. Dazu wird die Karte in den Leser hier eingeführt. Wie bei jeder anderen EC-Transaktion wird jetzt die Geheimzahl eingegeben. Die EC-Transaktion wurde autorisiert und um den autorisierten Ladebetrag auf die Karte zu schreiben, stecke ich die Karte in den linken Leser. Das Prepaid Center baut jetzt dazu eine Verbindung zur LTBE der Eurokartensysteme auf und der Betrag wird auf den Chip der Geldkarte durch die LTBE geladen. Der Vorgang ist jetzt hiermit abgeschlossen und die Karte ist jetzt geladen.